Universitätsprofessor Dr. Reinhard Peter Mittermeier, einst der jüngste Professor an der Innsbrucker Universitätsklinik, dreht der Universitätsklinik nur teilweise den Rücken und eröffnet eine eigene Ordination. Nein, der Universitätsklinik Innsbruck bleibe ich natürlich treu, weil die Klinik Innsbruck und speziell die Chirurgie einen Weltruf hat. Aber es sind immer wieder Patienten da, die zu mir gesagt haben, sie wollen in einer Privatordination behandelt werden. Die möchten einen Privatarzt haben und diesen gehe ich jetzt zufolge und jetzt mache ich eine Privatordination auf, dass diese Patienten zu mir kommen können. Die Gemeinschaftsordination Duftner und Gritsch ist somit um einen chirurgischen Profi reicher und kann somit den Patienten eine Rundumversorgung garantieren. Es geht darum, um eigentlich unser Angebot für die Patienten zu komplettieren. Wir haben eine hervorragende Versorgung der Patienten auf der internistischen Ebene und auf der lungenfachärztlichen Ebene. Aber wir finden immer wieder mal Dinge, die auch zum Operieren sind im Bereich der Schilddrüse und Gallenblase und so weiter. Und da hat sich der Professor Mittermeier sehr gut angeboten. Der ist in unserem Alter und ist ein sehr lieber Kollege, den wir schon vom Studium kennen. Und so haben wir ihm jetzt die Möglichkeit gegeben und unser Team zu verstärken und so haben wir uns jetzt entschlossen, das zu machen. Ein Meister dieses Abends, nicht am Skalpell, aber an den Töpfen, zaubert für die Gäste ein Fünfgangmenü aus dem Ärmel und ist begeistert vom Gastgeber des Abends. Ich kenne ihn auch privat sehr gut, er ist ja ein sehr guter Freund des Hauses, sonst würden wir das hier gar nicht machen. Wir machen das gar nicht so oft, das ist nur für ihn eigentlich. Und wir machen so eine Art Flying Dinner, dann Kleinigkeiten noch zwischendurch, was nicht auf der Karte steht. Ja, hoffentlich schmeckt es auch lecker. Ärzte gibt es ja viele, aber welche Eigenschaften muss ein Arzt ihres Vertrauens haben? Ich glaube, es spielt eine große Rolle, das Vertrauen und ja, dass er was kann. Na, dass er sich Zeit nimmt ein bisschen, soweit es im Rahmen seiner Ordination eben möglich ist. Aber ein bisschen Zeit soll er sich nehmen und dann, glaube ich, ist das Arzt-Patienten-Vertrauen schon da. Ja, das ist eh gleich der wichtigste Punkt, eben dieses Vertrauen, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist oder eben aufgebaut wird. Und ich habe mir jetzt eh gedacht, wie wir hereingekommen sind, uns die neue Ordination angeschaut haben, das Ambiente als solche spielt da sicher mit auch eine Rolle. Ja. Das Wichtigste, die Chemie muss stimmen beim Hausarzt. Die Chemie muss stimmen, die Sympathie muss da sein. Das muss überspringen. Gefeiert wurde noch, in diesem Falle nicht bis der Arzt kam, sondern dasselbe ging. Und Insiderwissen, Professor Mittermeier hat auch in diesem Punkt größtes Stehvermögen und Ausdauer.